reden wir vom Zauberwürfel oder Rubik Cube wie er wirklich heißt nach dem Namen von dem Architekt wo ihn 1974 gefunden hat hier in der Kraftfutterküche von Radio Tau können wir zwar nicht zaubern aber vielleicht kann ich etwas zeigen wie gewisse drei Puzzle im Leben und vielleicht auch andere zu besser gelöst werden euch grüßt der Bernhard Jungen. Ich habe schon ein paar Stunden an diesem rubik Cube umgetragen, aber konnte ihn noch nie lösen. Mein die bub hingegen löst nie ein paar Sekunden. Und neuerdings geht er sogar an Wettkämpfe, wo er das mit verbundenen Augen, also Bling, herbringt, so dass alle sechs Seiten je die richtige Farbe haben. Und jetzt Geht er sogar noch einen Schritt weiter und wird drei gleichzeitig lösen, während das Erste schon oder bib beim Fassen und wieder aufschießen, jedem so einen kleinen Dreizweck verpasst, bis alle richtig sind. Auf das Ziel her arbeitet er jetzt. Für ihn ist das realistisch, sagt er. Kann er zaubern? Er sagt Nein, und ich glaube nimm's. Und ohne seine Begabungen und seine Leistung zu schmälern, wird ich heute etwas ganz anderes sagen. Ist es nicht unglaublich, was ein einzelner Mensch und was erst recht Menschheit herbringt, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, statt uns zu verzetteln und zu verhühnern, und wenn wir etwas wirklich wollen und dort alle Kräfte einsetzen und gemeinsam alle in die gleiche Richtung ziehen. Der Friedrich Nietzsche hat mal gesagt: Es gibt nichts, wo mehr Kraft und Einfluss entwickelt als einen stetigen und beharrlichen Chorsam in die gleiche Richtung. Er, der Pfarrerssohn, als glühiger Hasser vom Christentum, oder Kirche. er, wo jeder Glaube an Gott verhöhnt und verspottet hat, er, wo die absolute Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit von allem propagiert hat, genau er hat das gesagt und anerkennt in Bezug auf die christliche Tradition. Stetige und beharrliche Chorsamen in die gleiche Richtung. Das ist das, sagt er, wo über die Jahrtausende aus dem christlichen Glauben herausgewachsen ist. Das Studieren und Meditieren von der Schrift in den Klöstern und in den Bauernstuben seit der Reformation. Wo Menschen geformt hat, wo ihnen geholfen hat, sich nicht zu verzetteln. Der Glaube an einen höheren Sinn vor allem, der sie angespornt hat, ihren Charakter prägt hat, ihnen Motivation gegeben hat, durch die Natur, die gute Schöpfung zu beobachten und zu verstehen. Weil ja der Schöpfung ein logischer, sinnvoller Plan von einem guten Gott zugrunde liegt, wo wir Menschen auch dürfen und können als Wahrheit erkennen. Das hat die Menschheit geformt und in dieser Tradition und um in dieser die moderne Naturwissenschaften sta, wo zu besserer Ernährung und Medizin, zur Überwindung von vielen Problemen beiträgt. So sagt der Nietzsche. Stetigen Gehorsam, das heisst stetigs losen, probieren, forschen, suchen, beharrlich nicht aufgeben, glauben, dranbleiben, bis es klingt. So kann man unerkannt Grosses bewegen. Dranbleibe auch mit guten Gewohnheiten und Traditionen. Gewohnheiten wie Danke sagen, ein Nachtgebet oder ein Morgenlied. Ein gut nacht oder einen täglichen Abrisskalender. Ist das ein bisschen staubig für euch? Kommt es euch vielleicht ein bisschen vor wie staubige Spinhuppeln? Am Anfang vielleicht schon. Aber mit der Zeit werden aus so Spinnfäden, Seile vor die Gewohnheit, die tragen, die Halt geben und Grosses bewegen. Am Anfang regelmässig drei üblichen Würfen. Und mit der Zeit entsteht etwas, wo andere staunen und sagen, jetzt hat er gezaubert. Jetzt hat er die Farbe neu gemischt und grosse Probleme wegschongliert.